What comes after the end? I don't know. Neither did they. They were just an army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too, called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no Ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Thank you, recruits. So, und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Wasteland 2. Vor uns steht General Vargas vor unserer wundervollen kleinen Gruppe. Ein drahtiger alter Mann mit Bart. Er trägt eine abgewetzte Ranger-Uniform und einen ramponierten alten Cowboy-Hut. General Vargas geht am Stock, aber er ist nicht wehrlos. In seinem Holster steckt ein Revolver mit Perlmuttgriff, mit vielen Kerben im Lauf. Ausklick und Leertaste oder Return, um fortzufahren. I appreciate you coming to Captain Ace's retirement party. You hardly knew the man. Appropriate too, seeing as how investigating his death will be your first duty as a Desert Ranger. Okay, ich stelle fest, wir haben ja schon verschiedene eingefärbte Begriffe. Ich nehme mal draufklicken, haben wir was Besonderes. Wenn wir jetzt mal Ace draufklicken, okay, und auf Auftrag. Ach nee, das sind die Worte, die wir jetzt hier sagen, als Gespräch, das wir anwählen können. Okay, dann frage ich doch erstmal, wie ist Ace gestorben, Sir? Ace had been trying to locate a faint radio signal, which has lately been given us cause for concern. We gave him 3 repeater units and sent him to hook him up to 3 remote radio towers. This would have allowed us to get a fix on the signal. But sadly, Ace was murdered by unknown assailants right after hooking up the first tower, and his logbook and the last 2 repeater units were stolen. Okay, also wollte auch mal jemand nicht, dass diese Funktürme in Funktion geraten oder in Betrieb genommen werden können. Wir haben noch, genau, unser erster Auftrag. Sprechen wir gleich über den Auftrag. Yeah, I know. You've hardly found your feet with us, and here I am sending you on a mission that already got one Ranger killed. Well, I wish I had another option.
but the Desert Rangers are spread a little thin right now. Ranger teams Abel and Charlie are out west trying to stop a range war out there from becoming straight-up genocide. And Team Baker is up north looking for a way through the radiation that's cut us off from Vegas. I'm afraid the next generation is going to have to lead the charge on this one. Okay, wir sind also die jungen Leute, die jetzt mal erstmal einen wunderschön gefährlichen und mysteriösen Auftrag übernehmen sollen. Das gefällt mir. Könnt ihr mir irgendwas über die Signale sagen? Funkverstärker, Sir. Achso, dann lass uns mal über Funkverstärker reden, die er bei sich hatte. Drei hat er bei sich gehabt. When you get back to the Citadel, talk to our radio expert, Wade Woodson, if you want to know more about the technical details. Mhm. All I know is the repeaters will upgrade the towers and allow us to zero in on the mystery signal. Ein mysteriöses Signal, okay. Was für ein Signal? Ist das Signal eine Gefahr, Sir? Oder haben wir noch andere Gesprächsoptionen? Nein. Nein. Nee. Okay, dann ja. The voice on those broadcasts disturbed me greatly. It talked crazy talk about a future where man and machine would be one. Worse, it talked about us, the Desert Rangers specifically. It said it was coming for us. Ja, vielleicht bringt's da Kuchen mit. Wo sind die Funktürme? Denken Sie, das Logbuch wurde gestohlen, Sir. Wie lautet die Mission, Sir? Erstmal, ja, wo sind die Funktürme, genau? I'll give you the locations of the towers once you have the repeaters in hand. Mhm. More important to find them first. Ja, das ist sehr sinnvoll. Und das Logbuch? Denken Sie, das Logbuch wurde gestohlen, Sir? Don't know, but it wasn't on Ace's person when he was found. Look for it. It might have some clues as to his death. Möglicherweise, aber die meisten Leute schreiben nicht gerade in der Logbuch, während sie getötet werden. Na gut, wie lautet die Mission also jetzt, Sir? Nur mal zusammenfassend. The mission is this. Search the area where Ace's body was found. Mhm. And do your best to recover his logbook and the repeater units. Then call in your report. If you find the repeaters, I may send you on to finish his mission. Okay, also weiter. Ace's death must be avenged. And it will be. But finding the signal he died trying to track down is just as important. Besides, I got the sneaking suspicion that when you find the one, you'll find the other. Das kann durchaus sein. Wo genau ist das Gebiet? It's about a day's walk east from here. I'll mark it on your map. Ja, vielen Dank. Okay, er markiert es offensichtlich mit einer Pauke. Range Citadel und Funkturm, okay. Ich meine, auf dieser Karte werden wir uns relativ oft aufhalten. Ja, vielen Dank. Ja, anfunkelt, Sir. Genau, erklären Sie ein bisschen das Funkgerät hier oben. Yes, call in on your radio. Your radio is your lifeline to Ranger Citadel. We'll be calling you with alerts and updates on your current missions and sending you new missions when we receive distress calls. As Rangers, it is your sworn duty to respond to those calls. That is the contract we made with the people of Arizona when we opened for business. Hm. Okay. Und wann können wir die Citadel betreten, Sir? Once you prove yourself, the Citadel will be your new home. Consider this mission the final test of your training. If you succeed, you are welcome within our walls. If you fail, then you aren't cut out to be a Desert Ranger, and we won't let you in. Okay. Wieso ist jetzt hier so eine... Hier ist jetzt irgendwie so eine Raute drumherum. Hier ist so ein Rechteck mit abgerundeten Ecken. Und hier ist... Ja... Ding. Erstmal bewiesen. Das ist zäher Hund, das ist Schleimer und das ist Klugscheißer. Das ist ja witzig. Können wir gleich mal die Option angucken, was das bedeuten würde, was wir jetzt sagen könnten. Zäher Hund. Was, wenn wir uns beweisen, indem wir die Zitadellentore eintreten, Sir? Und, nö, passt jetzt nicht unbedingt. Prüfung. Schleimer. Bitte, Sir, wenn Sie uns ausschicken, Aces Mörder zu finden, haben Sie uns doch, schon für würdig befunden. Warum lassen Sie es nicht einfach rein? Oder... erfolgreich als Klugscheißer. Sicherlich ist der Missionserfolg wichtiger als uns zu testen, Sir. Wenn Sie dieses Signal finden wollen, sollten Sie uns da nicht reinlassen, damit wir irgendwas anderes machen. Ja, ich würde es jetzt mal probieren. Und zwar würde ich gerne den Baron von Senker wieder anhauen. Der hat ja sowohl Schleimer als auch Klugscheißer. Ich würde ganz gerne mal Klugscheißer anprobieren, mal testen. Using logic on me, eh? Ja, genau. Also, was hat er jetzt gesagt? Sicherlich ist der Missionserfolg wichtiger als uns zu testen, Sir. Wenn Sie dieses Signal finden wollen, sollten Sie uns dann nicht reinlassen, damit wir uns mit allem ausrüsten können, was wir dafür brauchen können. Ja. Smartass. Ja. Logic and observation will change some folks' minds and you can catch people in lies that way. But sometimes it only makes them mad.
so be careful. Okay. In this case, you're right. I should let you in, but I got a feeling about you four. You got depths you don't even know you have, and it's gonna take adversity to tap them. So I'm sending you out undergunned and unprepared, just to see what it brings out of you. You'll thank me later. Na okay, er will es auf gar keine Umstände reinlassen, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Maybe. Ja, okay. Gut, dann switchen wir wieder auf unseren Anführer, Anton Dmitrijewitsch Tefkal, und sagen auf Wiedersehen und stürzen uns mal ins Getümmel. Vielen Dank. Wir haben Gesprächsfertigkeiten angeklickt. Ja, du kannst den aktiven Ranger einer Konversation wechseln, indem du das zugehörige Porträt auswählst. Jeder deiner Ranger hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Stell dir sicher, dass du stets den richtigen für die jeweilige Aufgabe wählst. Okay, das haben wir schon mal gerade gemacht. Logbuch. Das Logbuch enthält Informationen über die verschiedenen Missionen und Aufgaben, die die Rangers angenommen haben. Die Schaltflächen an der Oberseite erlauben dir, die als wichtig markierten, die laufenden und die bereits abgeschlossene Mission anzeigen zu lassen. Darüber hinaus kannst du die Liste sortieren, indem du eine Sortiere-Nach-Eigenschaft aus dem Dropdown-Feld auswählst. Das finde ich gar nicht mal schlecht, denn wirklich gute Logbücher bzw. Questbücher, wie auch immer, gibt es nicht so oft in Rollenspielen. Beziehungsweise es gibt oftmals einfach nur Dinge, die mich rein nerven, und ich habe das Gefühl, dass dieses Logbuch mir durchaus gefallen kann, wenn ich es selber organisieren kann. Das fände ich ziemlich gut. Okay, was ist das? Schlüsselworte. Zusätzlich zum Auswählen von Schlüsselwörtern kannst du außerdem manuell Begriffe in das Dialogfenster eintippen. Achte besonders gut in Konversationen auf Hinweise zu diesen versteckten Schlüsselwörtern. Das könnte noch etwas schwierig herausstellen, denn wir spielen die deutsche Lokalisation dieses Spiels, und ich bin mir nicht sicher, ob das so gut hinhaut, wenn ich es einfach in Deutsch eingebe. Also sollte theoretisch hinhauen, aber in Exile Games arbeitet noch stark daran, gerade diese Funktionen in der Lokalisation von Deutsch, Französisch, Spanisch und all die anderen Sprachen, also die ungleich Englisch sind, zu optimieren. Momentan funktioniert es ja nicht ganz so gut, deswegen werden wir weiterhin auch versuchen, auf diese Dinger zu klicken einfach. Rechts unten kann ich ein bisschen überhaupt das Interface erklären, was ich bisher schon mal im Handbuch gelesen habe. Wir haben rechts unten den wahrscheinlich zweitwichtigsten Punkt in unserem gesamten Interface, neben der Hauptansicht natürlich, und das ist unser Drucker. Der Drucker ist sozusagen unsere Kommunikation mit der Außenwelt. Der sagt uns alles, was wir sozusagen hier finden. Wenn wir zum Beispiel, was ich, diese Schaufel hier einklicken wollen, sagt er uns wahrscheinlich irgendwas mit Schaufel und Spaten und was weiß ich. Ich klicke mal drauf. Mit Rechtsklick. Klappt hervorragend. Ja. Ah ja, jetzt. Aufheben, linke Maustaste. Nimm alles. Wir haben eine Schaufel. Ja, bitte. Nimm. Gegenstände benutzen. Gut. Wir werden irgendwann bestimmt dieses Ding hier lesen können. Das hier rechts oben ist unser Radio bzw. unser Funkgerät, was irgendwie scheinbar mit verschiedenen Frequenzen funktioniert. Das habe ich noch nicht ganz raus, aber das werden wir noch irgendwie rausfinden. Hier unten ist die Anzeige unserer Leute selber, offenbar auch mit den Fähigkeiten nicht ausgerüstet. Wahrnehmung, Schlösserknacken und so weiter und so fort. Also kann ich sozusagen alle einzeln anwählen. Der kräftigste bzw. die kräftigste mit ihren Hitpoints hier ist Catherine McCoy, aber so haben wir sie auch ausgestattet. Und die beiden Schwächsten sind der Baron und die Mücke. So, dann haben wir hier noch die ausgerüstete Waffe von Anton. Und von dir. Du hast also schon eine Maschinenpistole, okay. Du hast schon eine Stacheldrahtkeule, okay. Und du hast auch eine Pistole, genauso wie ich. Hast du zufälligerweise schon ein Scharfschützengewehr? Das wäre super, Waffen austauschen. Jagdgewehr hast du nicht. Leer, das heißt... Achso, leer heißt nachladen. Ah, okay. Du hast also schon ein Jagdgewehr. Das ist gut. Du kannst es gleich mal behalten. Du solltest vielleicht auch gleich mal... du hast eine M1 und eine Stacheldrahtkeule. Lass das mal, die Stacheldrahtkeule. Und du hast was? Du hast eine Maschinenpistole, Fäuste. Okay, und ich habe wahrscheinlich auch eine normale Waffe und Fäuste. Okay, wahrscheinlich also darauf, worauf ich einen Punkt ausgeteilt habe. Ich verstehe. Was haben wir hier? Gruppe versammelt, Charakter, Logbuch. Okay, das sind also offenbar Dinge, ich zoome mal kurz ein bisschen raus, die wir später noch irgendwann brauchen könnten, um unsere Gruppe zu organisieren. Aber lass uns noch nicht ganz so sehr ins Detail gehen. Wir steuern das Ganze übrigens mit der linken Maustaste, wählen wir alles aus, und mit der rechten Maustaste machen wir also irgendwas. Und ich würde sagen, mit der rechten Maustaste untersuchen wir kurz mal dieses Grab. Und hier sehen wir schon, dass irgendwas beschrieben wird. Hier Root Ace, hier Root Ace, geboren als Mensch, gestorben als Desert Ranger. Wer bist du? Kann mit dir sprechen.
Nein, kann man nicht. Okay. Was ist das? Kopfschuss, Hocken. Ach, das sind die ganzen Kampffähigkeiten, die wir später gebrauchen können. Okay. Lass noch ein paar andere Gräber einsehen, untersuchen. PFC Bernard Assaf. Captain Christopher Brock Noteboom lebt sein Leben nach dem Ranger-Kodex. Dr. Mike Scott. Lance Colonel Ken Stone. Und wer ist das? Kadett Sombra. Ich habe das Gefühl, dass diese Leute irgendwie aus dem ersten Teil stammen könnten. Wer ist der hier? Das einzelne Kreuz. Oberster Wichser Pavlish. Okay. Gut. Und hier sind Kadett Suicide. Imperial Scar Skull Ralph the Hobo. Ich habe das Gefühl, dass hier sozusagen Leute verewigt wurden, die sich offenbar durch die Spendenaktion bzw. durch das Crowdfunding besonders hervorgetan haben und wahrscheinlich besonders viel Geld gespendet haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Lese aber noch ganz kurz, bevor wir noch was weitergehen, den Gegenstände benutzen. Tipp. Regelmäßig benutzte Gegenstände oder Fertigkeiten können der Schnellzugriffsleiste, also diese hier, zugewiesen werden, indem man sie rechtsklickt und den Gegenstand im Pop-up-Menü auswählt. Einige Fertigkeiten oder Gegenstände funktionieren passiv und können nicht auf der Schnellzugriffsleiste platziert werden. Okay, das Training werde ich nicht ausblenden, weil das Spiel offenbar nicht so unkomplex ist, dass ich es nicht benutzen sollte. Diesen Funkturm oder was das da ist, kann ich offenbar nicht anwählen. Okay. Gucken wir uns mal weiter um. Ah ja. Grenadier Major Nurgrubitz sagte, gut euch zu sehen, Rekruten. Leider, ich kann euch die Tür noch nicht öffnen. Na, sprechen wir mal mit ihm. Er bemerkt, dass er eine gigantische doppelläufige Pistole in der Hüfte trägt. Na, lasst doch miteinander sprechen. Ja, er sagt, willkommen in der Ranger Citadel, Rekruten. Doch der General hat mir befohlen, euch nicht hereinzulassen, bevor ihr nicht eure erste Untersuchung durchgeführt habt. Schleimer, Stufe 1 benötigt, zäher Hund, Stufe 1 benötigt. Hat jemand Schleimer? Oh ja, du hast den Schleimer. Komm, Schleimer bist du denn, Herr Baron. Aber der General befahl uns auch, euch zu sagen, dass ihr uns reinlassen sollt. Na, das wäre vielleicht, ich probier's mal. Oh, 36 Erfahrungspunkte, wie schön. Hat auch mal funktioniert. Netter Versuch, Rekruten, aber damit kommt ihr nicht durch diese Tür. Aber ich mag euren Schneid. Ich sage euch was. Ich weiß, dass ihr hier rein wollt, damit ihr an die feinen Sachen rankommt, die dank Merzen im Waffenlager auf euch warten. Tja, ich hätte da ein kleines Spielzeug, damit ihr über die Runden kommt. Interessiert? Natürlich bin ich interessiert. Da kannst du dich drauf verlassen. Was ist es? Ich nenne sie Mississippi Maultier, da sie tritt wie ein Maultier, eine doppelläufige Steinschlosspistole, die eure Gegner in eine dünne rote Paste verwandelt, solange sie innerhalb von 10 Fuß sind. Sie war mein Mädel, wenn ich auf Patrouille war, aber jetzt, wo ich hier als Türwache festsitze, wird sie kaum noch benutzt. Ihr könnt sie haben, sofern ihr versprecht, dass ihr guten Gebrauch von ihr macht. Natürlich verspreche ich das, also er verspricht sowieso alles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Versprechen einhalten können. Und wir haben... Dass die Mississippi Maultier gehalten. Wunderbar. Prächtig. Hier, nehmt sie. Behandelt sie gut. Dann wird sie dasselbe auch mit euch tun. Und du hast eine... auch entsprechende Munition auch gefunden oder bekommen. Vielen, vielen Dank. Lass doch mal über die Tür sprechen. Weg von der Tür. Wir kommen rein, ob es dir passt oder nicht. Nein, das ist sehr Hund. Das lassen wir mal sein. Dann sage ich einfach mal auf Wiedersehen. Und verabschiede mich von euch. Lass ruhig mal mit Tefka wieder... an die Front gehen. Hier ist es noch ziemlich schlauchig offensichtlich. Wer bist du denn? Ich habe das Gefühl, dass du mir einen Einkaufswagen verkaufen könntest. Oder einfach nur etwas verkaufen. Captain Solvex Seaforce. Eine freundliche, ältere Frau in typischer Ranger-Uniform. Sie scheint damit beschäftigt, Güter zu erfassen und in Kisten zu ordnen. Abgesehen von ihrer Kleidung ist sie das Bild einer liebenden Großmutter. Man könnte schwören, sie riecht leicht nach frisch gebackenen Plätzchen. Ach, wie herzlich. Komm, lass uns ansprechen. Oh, hallo Rekruten. Willkommen in Tante Solvecks Laden. Glücklich mit euch zu handeln. Boah, ist das furchtbar, die Besetzung. Egal. Wann immer ihr es begehrt. Es ist meine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Immer schön, hier neue Gesichter zu sehen. Und eine Freude sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie brauchen, wenn sie in die große, gefährliche Welt hinausziehen. Das ist natürlich alles keine Besetzungsfehler hier und nicht alles mit schlechter Google-Besetzung gemacht worden, sondern sie hat einfach bisschen gelitten durch die Strahlung. Genau. Bekanntschaft. Auch schön, dich zu treffen, Solveig. Was ist deine Geschichte? Na, erst erwarten, bis der Text durchgelaufen ist, weil sonst ist es ein bisschen schlechter zu lesen. Ja. Oh, das ist nicht so interessant. Ich bin in einem Dorf in der Nähe aufgewachsen, aber war schon zum zweiten Mal Großmutter, als die Desert Rangers in die Zitadelle eingezogen sind. Ich habe gesehen, wie viel Gutes die Rangers tun und hatte nicht viel zu tun, als meine Kinder in andere Dörfer gingen, um Familien zu gründen. Es war ein wenig unkonventionell für eine alte Dame, durch die Grundausbildung zu gehen, aber ich habe mich zusammengerissen und meinen Stern verdient. Okay.
Bei offensiven Operationen bin ich vielleicht nicht allzu hilfreich, aber ich habe eine Menge Erfahrung, den Leuten ordentlich Mahlzeiten auf den Tisch zu stellen und auch aufzupassen, dass sie sich ordentlich anziehen. Und dank den besten Jungs kann ich auch die große Bohrmaschine bedienen. General Vargas hat mich gebeten, Sergeant Nelson bei der Versorgung zu unterstützen und ich kann Captain ab und zu in der Werkstatt aushelfen. Oh, da wollen wir gleich mal drüber reden, über die ganzen Leute. Ihr merkt übrigens schon, dieses Spiel ist sehr dialoglastig und ich werde relativ viel lesen. Aber da mache ich mir überhaupt gar keinen Stress. Das freut mich ehrlich gesagt schon. Was ist das hier eigentlich? Kamerarotation, ja, ist mir gerade egal. Handeln. Was hast du zum Handeln da? Also könnt ihr uns ausstatten. Genau, was ist mit der Ranger-Zitadelle? Heutzutage liebe ich diesen Ort. Hier war es voll mit schrägen Vögeln, als ich jünger war. Die Typen verehrten den Vorkriegsmüll, selbst wenn sie nicht wussten, was es war, und sie teilten nichts davon. Tja, naja, ich wollte nicht zu sehr urteilen. Ich bin mir sicher, sie dachten, das Richtige zu tun. Okay, kannst du mal irgendwas... Also was mag General Vargas? Genau, vielleicht können wir so ein bisschen einschleimen bei ihm. Er ist ein moderner General Patton. Er kann strategisch denken wie kein Zweiter und versteht es, die Risikoeinsätze zu überstehen. Aber er hat auch eine sanfte Seite. General Patton war wichtig im... Moment, nicht im Unabhängigkeitskrieg, sondern wahrscheinlich im diesen Nord-Süd-Krieg, als ich es richtig verstanden habe. Bin mir aber nicht ganz sicher, also... gibt darauf nicht ganz so viel. Einfach mal googeln, kann ja nicht schaden. Ich mach's nachher auch mal. Sergeant Nelson. Wie ist Sergeant Nelson denn so? Oh, er ist ein guter Freund und ein großartiger Quartiersmeister. Ohne ihn würden wir alle Sand essen und uns den Hintern mit Kaktusblüten abwischen. Ach, wie schön. Wie ist Captain McCaptain so? Ein seltsamer Name. Ich habe nie eine schlauere Person als sie getroffen. Sie bastelt dir Laserstrahlen und Wasserfeldersysteme so schnell zusammen, wie ich dir einen Kuchen backe. Okay, ich weiß nicht genau, wie schnell du Kuchen backst, aber in dieser heißen Umgebung wahrscheinlich relativ fix. Man sieht, ob er auch schmeckt. Aber ihr könnt uns also ausstatten, kann das sein? Nun, da schon das Grundsätzliche so schwer aufzutreiben ist, kann ich es nicht umsonst hergeben. Glaubt mir, ich wünschte, ich könnte. Aber wir halten unsere Preise so niedrig wie möglich für unsere Rangers. Ihr könnt hier immer für das Notwendigste vorbeikommen, wenn ihr in der Gegend seid. Und wenn ihr einmal in die Zitadelle rein dürft, bekommt ihr auch Zugriff auf einige unserer wertvolleren Dinge. Ihr müsst dafür mit Sergeant Nelson reden, wenn ihr mal drin seid. Okay, dann lass uns mal sehen, was du zum Handeln hast. Gleich mal angucken, wie das Handeln überhaupt funktioniert. Das sind die Dinge, die ich offenbar habe und beziehungsweise die meine ganzen Leute hier haben. Ah, hier ist die Pistole, okay. Schrotflinte. Die Schrotflinte kann ich gleich mal ihr geben, weil ich glaube, sie kennt sich ein bisschen mit Schrotflinten aus. Aber offenbar können wir es erst später machen. Was ist das? Schmerztabletten, weil du ein Arzt bist. Munition für diese Schrotflinte, Erste-Hilfe-Set und Red Rooster-Zigaretten, weil du offenbar rauchst und ich das mal eingestellt habe. Ich finde es cool, dass wir gleich so ein kleines Grundausstattung haben. Hast du was dabei? Du hast auch Schmerztabletten dabei. Wahrscheinlich hier dabei, okay. Ebenfalls Munition. Ach, meine Pistole, okay. Und die Schaufel. Vielleicht kann man die mal irgendwann gebrauchen. Du hast schwere Waffen, die M2 dabei. Ah, okay. Es wird gleich automatisch verglichen. Ich war ein bisschen irritiert, was die beiden Fenster sollen. Es wird offenbar gleich automatisch verglichen zwischen den beiden Waffen. Also der Waffe, die ich aktuell ausrüste, das ist die rechts derzeitig ausgerüstet, meine Stacheldrahtkeule und meiner schweren Waffe links, also meiner Waffe überhaupt, die ich noch auswählen könnte. 4-7 Schaden mal 8. Okay. Und 7-13 Schaden. Ich nehme mal an, mal 8 heißt, dass ich 8 Schüsse abfeuere, womit ich jeweils eine 34%ige Trefferchance habe. Okay, 2% Chance auf Ladehemmung, 22 Meter Reichweite, 30 Patronenkapazität und 2 Durchschlagskraft. 6 AP, also Aktionspunkte für den Feuerstoß und rechts 5 Aktionspunkte für den Nahkampfangriff. Okay, 10% um blutende Wunden anzuwenden und 10% um Gehirnerschütterung anzuwenden. Beziehungsweise zu verursachen, würde ich stark schätzen. Interessant, darum kümmern wir uns vielleicht mal später. Um all diese vielen Werte. Du hast die Munition für dein Scharfschützengewehr und für eine normale Pistole offensichtlich. Und du hast auch, ach, du hast das Stück Zigaretten, genau. Du bist unser Scharfschütze. Was ist das? Alle Gruppenmitglieder. Ah, geil. So können wir auf alle zugreifen. Das finde ich ziemlich gut. Sehr komfortabel. Aber jetzt erstmal zu dir. Was hast du eigentlich zu verkaufen? Du hast eine Lederjacke, was ja Panzerung gibt. Eine Ziegenlederrüstung. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ach, null. Null ist nicht so viel. Ja, und blödliche Kraft 5. Aber lass mich mal raten, du hast das? Nee, du hast das? Ja, okay. Aber minus 0,4 Beweglichkeit im Kampf, was auch immer das bedeuten mag. Schäbige Strahlenschutzanzüge plus 2 Strahlenschutz. Ah, da hast du viel Kram. Was ist das noch? Einfache Erste-Hilfe-Ausrüstung. Akita-Figur. Modifikation plus 1 Tierflüsterer. Boah, das ist aber geil.
Wundnähmaterial für Chirurgen, okay. Gut, du hast also allen möglichen Kram. Das sind Dietrich, nee, das ist TNT. Ich muss erst ein bisschen an diese ganzen Bilder hier gewöhnen, was das hier alles sein soll. Was ist das? Energiezelle, Munition. Okay, gut, da würde ich mal sagen, kannst du einen Schrott verkaufen? Keine Ahnung, was der Schrott, was davon Schrott ist, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hast du noch irgendwas anderes? Achso, hier kann man es mal ein bisschen aufsplitten nach Kategorien. Okay, gut, wir geben uns mal weiter. Oh, das ist in Ordnung, vielleicht nächstes Mal. Dann auf Wiedersehen. Schön, euch zu treffen, Team Echo. Kommt möglichst bald wieder zurück. Ach, wir sind also Team Echo. Das ist ja schön zu wissen. Und ich würde ganz gerne mit Tefkal weiterlaufen. Guck mal, eine Ziege. Was ist das da? Rook. Hallo, Echo 1. Würde es dir was ausmachen, die Dose dort hinten für mich aufzuheben? Ich denke, das ist... da ist doch etwas Wasser drin. Sagt Rook. Wer auch immer Rook ist, aber, okay, wir heben also die Dose auf. Wir untersuchen erstmal die Dose. Ich bin zu lange Adventure-Spieler gewesen und immer noch Adventure-Spieler, um nicht erstmal alles zu untersuchen, bevor ich es aufhebe. Blechdosen und Ziegen gehören in der Regel zusammen. Euer Instinkt sagt euch, dass ihr dieser Ziege vielleicht lieber nicht die nächste Mahlzeit stehen solltet. Ah, okay, dann gucken wir uns mal die Ziege an. Aberforth heißt sie, okay. Dann können wir mit dir sprechen. Okay, nochmal. Kommt irgendeine andere Gesprächsoption? Nee. Okay. Geiler Schrei. Ich nehme mal diese... Sie sagt A, A, A und Bar. Schön. Ich hätte das... Ach komm, no risk, no fun. Und zwar mache ich das gleich. Nee, aufheben. Eine Blechdose. Einfach nur Schrott-Blechdose. Ich weiß jetzt schon, dass es schlimm wird. Okay. Sie tritt mich, diese verdammte Ziege. Das gefällt mir. Ist gut, wir gehen ja schon. Wir haben diese Blechdose aufgehoben und ja. Rook sagte, hahaha. Hat er einen Kopfstoß verpasst. Genau in den Hintern. Ja, ich hab's bemerkt. Vielen Dank. Was ist das? Ein Stein. Eine Reihe von weißen Stangen bildet eine halbrunde Eingrenzung um den Eingang. Welchen Zweck dienen sie? Welche Stangen? Sind diese Stangen gemeint? Kein Schimmer, was ist das? Etwas scheint hier vergraben zu sein. Oh, wir haben etwas vergraben und wir haben ja auch noch Kamerarotation. Das ist mir egal. Das machen wir irgendwann. Ja, ist ja gut. Das machen wir. Alter. Machen wir irgendwann später und ich möchte die Kamera auch vom Standort gar nicht so oft rotieren lassen, weil ich eher der Fan bin von einer stetigen Kamera und dieses ständige Gezoome und Gedrehe und bla bla bla, das nervt mich ein bisschen. Deswegen gehen wir noch lange nicht auf, wir wollen erstmal ganz kurz, wie kommen wir in unser Inventar, wahrscheinlich durch I. Ja, I funktioniert immer. Dann nehme ich das, also, dann kann man hier die rechte Maustaste drücken, benutze, genau, und zwar hier drauf. Was finden wir da? Einen Schatz. Wir finden Scrap, also Schrott. Wir finden 6 Schuss von dieser 5,56mm Munition und wir haben eine weitere eine Thunfischdose. Wunderbar, nämlich alles. Und wir sprechen also gerne mal mit diesen drei Herrschaften hier. Achso, das ist Rook. Okay, oder Ashley Brugo und Laloka. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Vorab will ich noch rausfinden, wie ich speichere. Aha. Spiel speichern, Ranger Citadel. Ich würde mal vorschlagen, ich nehme dasselbe Speichersystem bei Arcanum, also A. Speichern. Spiel gespeichert unter A. Wunderbar. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Drei Herrschaften hier.